Liebe YouTube-Freunde, was macht heute Bauerhausi? Nach den intensiven Niederschlägen der letzten, ja, sage ich, Woche, geschätzt 150 mm Wasser, mache ich da eine Feldbesichtigung. Hier stehe ich auf meinem Zuckerrübenfeld, schaue da mal den Stamm der Rüben an und auch des Unkrauts. Ja, zwei echte Blätter, da kommt das nächste Blatt raus. Hier ist dasselbe. Und Unkraut hier. Hier, überall kommt Unkraut. Ja, es ist nicht schlimm mit Unkraut. Das ist ja ein ganz kleinem Stadium. Sobald das Feld einmal abgetrocknet ist, werde ich da wieder einen, eigentlich schon den dritten Split durchführen. Ich habe ja schon zwei Split gemacht. Der dritte und wäre dann auch der letzte. Müssen wir schauen, wann ich da reinfahren kann und wie dann das Unkraut darauf reagiert, auf die Spritzung. Und auch Kartoffel kommen da blöderweise auch ein paar hervor. Ja? Hier hinter mir mein Rapsfeld. Das gefällt mir. Da muss ich auch nichts mehr machen. Das lässt man nur noch wachsen und Samen bilden. He? Hier Winterweizenfeld. Pflanze, denke, Zweiknotenstadium habe ich gespritzt mit dem Fungizid gegen Rost und Mehltau, weil hier oben bin ich nicht sicher. Hier zweites Rapsfeld, auch sehr schön und macht Freude. Hier Sommerhafer habe ich Unkrautbekämpfung gemacht und man sieht es, ich zeige euch es. Das Mittel hat angeschlagen. Gleiche hier, Sommergerste, habe ich auch gegen Unkraut gespritzt. Hier meine Kartoffeln. Hier sind 2 Hektar Speisekartoffeln, Victoria und Agria gepflanzt. Und All-in-One gepflanzt und die Dämme sind mit Unkraut, das Unkraut keimt. Ich hoffe, man sieht es. Hier überall ist Unkraut. Das Unkraut keimt und das Feld absolut nicht befahrbar. He? Jawohl. Da müssen wir dann eine schnelle Lösung finden, wenn das Wetter gut ist. Und selbstverständlich natürlich auch ein Blick aufs Blumenfeld. auf Schneckenfraß. Nach dem Regen. Ja. Ja, die Tulpensaison ist leider schon vorbei. Ja. Der Regen hat ihnen auch zugesetzt. Da ist nicht mehr, leider nicht mehr so viel auf dem Feld. Es wurde auch viel geschnitten. Danke allen Tulpenkäufern, dass sie bei uns Tulpen geholt haben. Zierlauch blüht da noch. Und da haben wir noch Vergissmeinnicht, die auch blühen. Und sonst blüht da leider nicht viel im Moment.